Willkommen zurück zu Let's Play Typo Man. Ja, da sind wir wieder in Chapter 2, wenn ich es richtig habe. So, und wir hatten hier ja schon angefangen und sind dann hier wunderbarerweise, ja, wieder gestorben und mussten hier pausieren. Jetzt bin ich hier, ja, jetzt hänge ich hier fest. So, jetzt haben wir hier ein paar Buchstaben, die wir hier auswählen müssen, um das hier zu machen. Als erstes war es, glaube ich, Stop. Das heißt, wir fangen mit P-O-T-S an. Es müsste Stop sein. Stop it, please. Please stop. Okay. Stop ist schon mal nicht schlecht. Wir schieben hier das zusammen, dass das hier auf den Stop ergibt. Stop. Das müsste von der Höhe her gehen. Okay, da hätten wir Stop. Dann hatten wir hier... was hatten wir denn hier als nächstes? Jetzt weiß ich schon mal nicht mehr, was wir hatten. Stop. Lift. Lift, genau, Lift ging ja nicht. Lift ging ja nicht. Was hatten wir denn dann? Lift. Was? Scheiße. Oh shit. Jetzt habe ich vergessen, was wir da hatten. Nö. Lift. Stop up. Wie ging das nochmal hoch? Wir gehen mal hier hin, dann sehen wir es. This tried to split us. Break us. Split war das Richtige. So, jetzt gehen wir hier mal hoch. Split, das heißt, wir fangen mit einem T an. S-I-L-P-S. Split, genau das war's. Split. Jetzt seht ihr auch mal diese wunderbaren... Hat er das jetzt nicht genommen? Jetzt hat er das L nicht genommen und das S auch nicht. Böses Spiel. Böses, böses Spiel. Split, genau. So, das schieben wir jetzt mal ein bisschen. Dann müssen wir ein bisschen umsortieren. Yep. Einmal, lass mich da rein. Er will mich nicht reinlassen. Er will mich nicht reinlassen, der kleine Sack, der kam. Yep. Jetzt muss das L dazwischen. Hüpf, L aufnehmen und werfen. Da nicht hin. Oh. Oh, oh, so, das Stop schieben wir noch ein bisschen. So, das L brauche ich. Und das soll bitte da eigentlich nicht hin. Na gut, dann ziehen wir das L hier eben runter. Nein. So, so, so in der Art. Etwa in der Art. So, aber hier ein bisschen vorwärts. Split, juhu. Okay, dann haben wir hier jetzt den Lever, den wir ziehen können. Und damit haben wir hier das F. Und damit können wir uns jetzt einen Lift bauen. Das nehmen wir mal mit. Werfen es mal eine Runde. Hüpf. F. So. Ich werde hier mal kurz das Stop ein bisschen weiter rüber schieben. So, Stop. Hüpf. Das Split mache ich mal zu einem Lift. Ich glaube, das kann ich mal so dazu machen, oder? Brauche ich das Split noch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Jip, 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 jip. Hupf. Daraus machen wir jetzt einen Lift, indem wir das T wegziehen, das F nehmen, das F ein bisschen werfen. So. Und dann müssten wir hier eigentlich... Hup. Hä? Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Hüpf. Ach stimmt, da hatten wir letztes Mal den Bug, deshalb konnten wir hier nicht weitermachen. Genau, ich habe das O genommen und konnte es dann nicht mehr lift. Okay. Stell hier hin, weil... Ach ja. Shit, das war die Geschichte. Ja. Ach, Mist. Wie kriege ich das denn nochmal hin? Ah, das war die Geschichte. Den nehmen wir nochmal mit. Jetzt können wir hier mal kurz reingucken. Was sagt er denn dazu, zu dem Thema? Hm.
They tried to split us, break us, crush us, stop us. They will fail, or our for our hearts are lifted. Okay, crush. For our hearts are lifted. Kann ich das Stop hier mitnehmen? Wenn ich das Stop hier mit hinstelle und mir nochmal ein Lift baue. Ich kann das Lift natürlich auch hier hinten bauen. Warte mal, die nehme ich mal kurz mit. Whoop. Das P schieben wir mal weiter. Das P, das nehmen wir uns und werfen es ein wenig. Yep. Das F nehmen wir uns mit. Okay, dann brauchen wir ein Lifted. Ja, das haben wir jetzt schon. Das sieht jetzt auch mal wie das. So, Hüpfali. Hüpfali. So, ich brauche jetzt ein Lift noch einmal. Also ein T, ein I und ein L. Lift. Lift. So, jetzt natürlich die Frage, wenn ich das Ding, ich das Lift nicht drauf packe, klappt das dann auch? Kleiner Type-Moment, komm mit. Upp, nehmen wir. Einmal hochnehmen. Und werfen. Hier. Und hoch. Und nehmen. Aufnehmen. Und werfen. Upp. Okay. Das müsste doch jetzt eigentlich auch so. So ist es auch. So geht es auch. Okay. Ja, gut. Damit kann ich leben. Okay, wir sind oben. Juhu. Es geht weiter. Es geht weiter. Immortal. Mortal, Hilfe! Ich bin sterblich. Nicht gut. Sterblich zu sein ist nicht gut. Okay. Mortal. Shit, ich bin ein wenig mortal. Ja, das stimmt allerdings. More vote. More vote. More vote. Jetzt haben wir hier wieder so ein kleines Rätsel. Remove those doubts. Remove those doubts. Okay, hier komme ich nicht runter. Doubts. Remove. Remove ist es doch, oder? Remove ist es doch. Remove. Remove sieht gut aus. M. Nehmen das M mit. Werfen. Kann er das O erstmal mitnehmen? Whoop. Whoop. Hoch. Werfen. Juhu. M. O mitnehmen. Remove those doubts. Okay. Hier das V und das E brauchen wir auch noch. Yep. Und juhu. Okay. Ich bin ja zum Teil schon echt froh, dass ich hier diese Hilfssätze habe, weil sonst wäre das hier ziemlich böse. So. Upp. Das O muss ich da mal kurz runterschieben. Oh. Move. Remove. Remove, okay. Ah, jetzt muss ich daraus wieder einen Move machen. Aha. Aha. Move. Okay. Kein neuer Hinweis hier. Ah, da ist ein Lever. Der Lever habe ich aber kaum gesehen. Meine Güte, den habe ich echt kaum gesehen. Den ziehen wir mal und dann. Oh, 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 oh. Ah, okay. Heilige Scheiße, was ist denn das? Lever. Ah, okay, Lift. Okay, der schießt hier mit. Shoot! Aber auf was schießt der? Auf was schießt der denn? Hä? Ich fahre den Lift mal runter. Weil ich den vielleicht nachher nochmal brauche.
Jetzt hat er hier schon wieder ein Rätsel. Ich weiß noch nicht, was für ein. Ich gehe jetzt mal. Okay, was weiß ich? Jetzt muss ich erstmal hier drauf gucken. They spread their tainted words loud and big. Either seal your ears or seal their channels. Ach du Heiliger. Heilige Mutter Gottes, okay. Jetzt muss ich aber erstmal hier hoch. Seal their ears or seal their channels. Okay, den ersten haben wir. Auch mal geil gemacht. Nummer 2 hätten wir auch gezielt. Bisschen höher. Rums. Hey, haben wir dich, du kleiner Drecksack. Ach, und wenn ich runtergehe, fällt er automatisch runter. Das ist gut. Okay, jetzt haben wir hier ein. Was bist denn du? Hey du, was bist denn du? Hey? Yes. Was? No. Was? Was war das denn jetzt? No, on. On. Aus No kann man immer wunderbar ein On machen. Aus No kann man immer wunderbar ein On machen. Wir könnten gleich mal On. Okay, da muss ich jetzt rüberspringen. Jetzt gucken wir mal kurz, was das Rätsel sagt. Das Rätsel sagt... Our first lie was a no disguised as a yes. Now we keep on going for a long time. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier rüber. Juhu! Okay, haben wir das geschafft? Hüpf. Hüpf einmal kurz hier hoch. Ja, das sieht gut aus. Okay, also. Geh jetzt wieder runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Open. Nehmen wir mal den Lever hier. Close. Aha. Haben wir hier so ein neues Monsterchen. Das ist irgendwie so ein Opposite-Monster. Oder was ist das? Verstehe ich gar nicht so genau. Was war hier? A single lie can make the difference between open-hearted and close-minded. Ach, das sind Lügen. Das sind so kleine Lügen. Habt ihr das? Heißt das Ding zufällig wirklich Lie? Da muss ich mal drauf achten, ob das Ding wirklich Lie heißt. Wäre ja mal cool. So. Jetzt muss ich hier runter. Diese. Solid, das stimmt nicht. Solid stimmt doch wieder nicht. Hüpf. Old, ja. Transit. Sieht auch nicht gut aus. Trade. Ja, Trade. Wir wurden hier verarscht. Mann, Mann, Mann. Okay. Revolt. On. Da unten ist wieder eine Lüge. Die Lüge. Okay, er kann hier nicht. Loss. Revolt. Volt. Okay, dann kann das Ding runter. Und jetzt müssen wir die Lüge wieder aktivieren, oder wie ist das? Ich glaube, wir müssen die Lüge wieder aktivieren. Komm her, kleine Lüge. Falsche Richtung, kleine Lüge. Lauf, Lüge. Lauf. Lauf, kleine Lüge. Lauf. Los, komm schon. Komm schon, kleine Lüge. Komm. Aus Loss wird Gain. Okay, jetzt. Aus Gain wird nichts hier. Gucken wir mal, was wir hier haben. I lied about my loss. I told them it was okay. I was not. But you gain something from sorrow. When it rains today, it grows
tomorrow. Okay, rain ist anscheinend das wahrscheinlich das Wort, das wir brauchen. Wir müssen das. Whoop. Hä? Hallo? Gehst du da mal kurz hoch? Typo, man. Gehst du da mal kurz hoch? Hoch? Jetzt wirklich nur hoch. Nicht noch zu links oder rechts. Also. Okay, das R müssen wir uns so klauen. Das R müssen wir uns anscheinend klauen, um hier den Rain hinzukriegen. Das G nehmen wir mal mit. Hey G, komm mal her. Komm mal her, kleines G. Und werfen es rüber. Yep. Okay. Das A. Das I. Und das N. So. Und damit machen wir uns jetzt ein Ray. Okay, das Feuer geht aus. Wir können rüber. Wir können rüber, okay. Wir können rüber. Hüpf, mal hoch. Mal hoch, bitte. Hüpf. Ah, jetzt ist das Rätsel noch weg. Yep, 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 yep. Okay, und was haben wir jetzt hier? Heide wie Sky. So. Use. Use part. Ah! Trap. Das S sieht so aus, als ob ich es mitnehmen könnte. Was? Use, ja, wie kriege ich das? Ah! Okay. Hüpf. Das. Aua. Okay, jetzt ist S rausgefallen. Ich muss das S da irgendwie lösen. Hier. Hüpf. Nein, schon wieder erwischt. Oh, da bin ich so schlecht drin. Einmal. Okay, jetzt ist S rausgefallen. Jetzt müssen wir das S irgendwie da ranbringen, dass es aufhört, eine Trap zu sein. Hallo? Nehmen? Ah, okay. Wie fails da? Irgendwie ist das Bild gerade ein bisschen dunkel, ne? Da würde ich Strap rausmachen. Strap wäre gut. Okay. Strap, da ist er doch. Jetzt heißt die Trap gefangen. Hihihihihi, sehr cool. Das ist wirklich cool. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Lie is a good person. Often enough, you create an evil monster. Oh Gott, evil. Da kommt ja wieder ein evil monster. Evil. Le. Ja, da ist ein evil. Ah, okay. Evil. Habe ich hier ein A? Dann könnte ich da. Evil? Lie is a good person often enough and you create an evil monster. Ach, lie. Ach, wir können uns eine Lüge machen. Ah, cool. Das war falsch. Wir können uns eine Lüge machen. Lie. Wir machen uns eine. Falsche Taste. Yep. Und werfen. Dann können wir uns eine Lüge basteln. Die kleine Lüge, die uns hier schon die ganze Zeit hilft. Lüge, hilf uns. Komm, Lüge, hilf uns. Eine gute, gut gemeinte Lüge. Und evil aus evil wird good. And everything is good. Jetzt kommen wir hier nicht weiter.
Was haben wir denn da? Ach, Door können wir uns bauen. Wir können uns eine Door bauen. Also, ich lese mal vor. Because once the door to hatred has been opened, it becomes hard to close. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Aus Good machen wir Door. Ist das süß. Ich drücke mal die falsche Taste. Weil ich das ein bisschen schräg halten muss. O. Das O nehmen wir auch mal mit. O. Und dann einmal laufen, 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 laufen. Door. Jetzt haben wir eine Tür. Ah, eine kleine Tür hier. Sehr cool. Der Sensor zerstört wieder alles, was wir mitnehmen könnten, theoretisch. Okay. Ich glaube aber, da haben wir ein Leap of Faith wahrscheinlich wieder. Wir machen jetzt hier aber, ich schau mal kurz, Leap of Faith. Das ist aber nicht gut. Idols? They call us false idols. They try to crush our ideas. They fail to see that we stand solid, united and strong. Ah, oh, solid wird es wohl sein. Das sieht doch noch solid aus. Ich glaube aber, das werden wir in der nächsten Folge erst machen bei Let's Play Typo Man. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mich noch mehr von der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.